Schule, das schon mal. Da vorne ist ein Team! Geh weg, geh weg, geh weg, oh, da! Nee, da vorne ist Venicraft. Alter. Sneaken und komm hier hoch. Hinter dem Baum. Alter. Siehst du die? Ganz schnell weg jetzt. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Moin moin, meine Lieben. Genau, und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal zusammen mit dem lieben Böbstagi. Hallo. 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 Und wie ihr schon sehen könnt, ist es ein neues Projekt hier, und zwar das Projekt Titan. Minecraft Titan, ja. Das ist ein Titan. Ja, wer es kennt noch, das war das alte Legend-Projekt, ein PvP-Projekt wie aufgebaut wie Varro, aber dann doch wieder anders, weil es eben mit Mods ist und mit einem komplett anderen System irgendwie. Auf jeden Fall sind wir beide hier ein tolles Team mit der Farbe Grau. Ja, hellgrau, wundervoll. Wir sind halt aber die Non-Premiums hier, weißt du? Ja. Das ist, ist halt Pflicht, ne? Scheiß Premiums! Ja, immer diese Premiums, besonders die YouTuber da. Nee, ja. Auf jeden Fall, es ist ein neues Projekt, ein PvP-Projekt, gemacht von Weiß und Sinus hauptsächlich. Und ja, diese Leute sind alle dabei. Wir wollen überleben. Und jetzt geht's gleich los. Oh mein Gott. 2, 1, let's go! Okay, ich bin im Haus. Oh mein Gott. Aufgeregt. Ich auch. Ja, wir haben schon ein bisschen, also vor der Aufnahme haben wir schon so ein bisschen besprochen, wer jetzt wohin geht, was wir jetzt direkt machen. Okay. So zu Beginn. Oh, ich hab Schüsseln. Nice. Gott. Ich glaube, oben ist wieder irgendwie ein Zombie drin oder so. So wie ich das gerade höre. Ja, ich komme jetzt wieder drin. Zu dir, ja. Ja, wobei, ich sehe da diesmal nichts. Okay, hier ist Knochen. Ich baue die Melone einfach in der Zeit ab und was, ich habe schon ist das? Nice. Sprungkraft, Alter, das ist ein Sprungkraft-Potion, den ich habe. Hä? Sprungkraft 2. Hä, aber sind Level 2er Potions nicht verboten? Nein, ich glaube nur zum Beispiel so Stärke Level 2 und sowas. Nee, eigentlich steht ja alle Level 2er Tränke wären verboten, aber ich glaube, das gilt eben nicht für, halt, die man findet. Okay, komm, wir gehen raus. Okay, hier okay. Da, kannst du nicht abbauen, glaube ja, ich. Okay. Wir gehen jetzt nämlich einfach hier runter. Oh Gott, Alter. Oh, da hinten sind schon die anderen. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir müssen uns, ey, also jetzt verpissen wir uns. Wir wollen hier kein Fight in der ersten Folge. Wir wollen, ehrlich gesagt, etwas überleben. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir machen jetzt nicht so ein YOLO-MOLO-MODA-DOLO-OF-DOOMNESS-Fighting-Zeugs aus der ersten Folge, sondern wir gehen das ein bisschen langsamer an. Wir wollen natürlich dann schon Action reinbringen ins Projekt, ist ja ganz logisch. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt direkt mal ein paar Schwerter. Ja, sofort ein Schwert machen, das ist erstmal das Wichtigste überhaupt, damit wir uns überhaupt verteidigen können, weil wenn da jetzt jemand hier kommt... Oh, oh, okay, Doms ist kaputt. Neu, okay. Oh, oh. Das ist brutal. Okay. Alter. Da ist schon ein Team gefallen fürs Erste. Holy ein komplettes also, Team ist jetzt draußen, oder wie? Domse hat ja jetzt noch ein Leben, also Domse kann theoretisch halt respawnen, aber Vorfab nicht. Er müsste jetzt ein Team vernichten, um Vorfab quasi wiederzubeleben, aber Fakt ist... Aber warte, ich habe ja eine Axt, was mache ich hier eigentlich? Ich habe eine Axt, Alter, mit Efficiency 1 und brauche sie nicht. Wundervoll gut gespielt von mir. Wir können uns gegenseitig auch nicht hauen, das ist Gott sei Dank, Alter, sonst würde ich nicht umbringen. Oh, Any Art ist... Okay. Nee, hat er das geschrieben oder ist das original? Hä? Nee, das ist original. Neu. Okay, ja dann. Alter, komm, rennen. Ja. Wir gehen weg. Ja. Wir verpieseln uns. Sollen wir rüber auf die andere Insel? Ich glaube nicht, dass da so viele Leute sind. Ich weiß halt nicht, ne? Es sind alle so ein bisschen random gespawnt. Das heißt, es kann sein, dass wenn wir jetzt hier nach hinten gehen, dass wir direkt jemandem in die Arme laufen. Das wäre natürlich sehr doof. Wir bräuchten halt echt was zu essen, ne? Weil wenn wir jetzt uns sofort mein Hunger irgendwie... rackt sich irgendwie, hä? Was ist das? Hä, ich hab irgendwie noch gar keinen Hunger verloren. Ja eben, der rackt sich bei mir irgendwie insta wieder, hä? Lol, also das war irgendwie komisch, egal, ich hab was gegessen, ich geh jetzt aber hier in die Höhle rein. Wir dann einfach beim... Oh, ach so, ja stimmt ja. Ach, ich glaube, das ist jetzt noch anfangs, haben wir das jetzt noch. Es kann sein, es kann gut sein. Das heißt, ich mach mal hier... Hast du schon eine Spitzhacke? Ja, hier. Dann bau mal 3 Steine ab, weil so, wir müssen noch nicht mehr so viel Holz... Hey, ich kann keine aufsammeln. Ach doch. Am besten sneaken. Oh, ich kann die Blöcke nicht abbauen. Es leckt bei dir da auch so ein bisschen, oder siehst du das? Also... Nee, bei mir leckt's gar nicht. Also es ist... Du hast ja am Anfang gemeint, dass dein Internet gerade nicht so best ist. Ja, oh mein Gott, nein, nicht, dass wir deswegen jetzt noch scheitern. Also ich hab 2 Steine. Okay, ich habe mir eine Steinspitzhacke? Nee, aber ich habe mir jetzt ein Steinschwert gemacht. Ich hab mir einfach mal ein Steinschwert gemacht. So als Sicherheit, Alter. Es ist echt,
ja, ne, wir wollen halt überleben, ist ja ganz logisch. Ja. Wir werden natürlich dann auch probieren, möglichst viel zu fighten, beziehungsweise nicht irgendwie, dass wir 24-7 in Höhlen rumgammeln, aber anfangs, ne, da muss man halt so ein bisschen farmen, ist ja ganz logisch, bevor jetzt hier wieder irgendwelche Flamer kommen oder so. Es ist halt so defensiv, aber Leute, jetzt mal Real Talk, es wäre dumm, wenn wir jetzt sofort auf die Leute losgehen, weil ihr seht ja, was man da rauszieht, man stirbt und ist ausgeschieden und ich glaube, dass ihr dann das eher feiern würdet, wenn wir länger mit im Projekt sind und nicht gleich bei der ersten Folge komplett ausscheiden, das wäre nämlich ziemlich doof. Und ja, so, gut. Die Frage ist, wollen wir jetzt hier bleiben, weil die Höhle ist ja relativ klein, oder wollen wir einfach weiterziehen und eine andere Höhle finden? Wir können natürlich jetzt hier eine Art Runterstrip meinen, aber ich wäre fast der Meinung, wir sollten noch eine Höhle suchen. Okay, aber wir gehen da lang, wo die Schweine sind, weil wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Ja, also im Moment irgendwie nicht, ne, aber ja, wir wollen dann später... Ah, jetzt, oder? Nee, das schreckt sich einfach wieder auf. Ich weiß, es war bei mir auch so, aber okay. Ja, wir holen aber mal Essen, Schafe können wir auch schlachten. Achtung, da ist ein Creeper, passt ja auf, ne? Ich glaube nämlich, dass wir auf hart eingestellt sind. Alter, sag nie mehr Achtung, ey. Ich dachte jetzt ernsthaft gerade, da wäre irgendwo ein Team. Ja, da ist ja ein Creeper. Oh, okay, und... Holy... Macaroni, so, okay. Holy Macaroni. Ich habe schon relativ viel Schafsfleisch. Irgendwie, ich bekomme total viel Essen weg und dann füllt er sich irgendwie total schnell wieder auf. Irgendwie so ein Bug, ja, es oder? Das ist voll komisch. Also ich weiß auch nicht. Farbe hat's getrieben. Ja. Ich glaube, dann ist es schon gewollt, wenn die da nicht großartig drauf reagieren. Ja gut, ne? Also ich bin ungerne so da unten, ne? Das heißt, weißt du... Ja, das ist irgendwie so. Ich würde gerne irgendwie ein bisschen hochgehen. Lass das so ein bisschen hochsteigen hier. Hä? Oh Gott, Alter! Okay. Oh mein Gott. Okay, Mr. Moist. Jo! Alter, okay. Von Team Grün, also Winnicraft und so, ne? Oh. Alter, Vater, ey, die haben das richtig Action. Ich bin echt froh, ne, dass wir da gespawnt sind, wo wir gespawnt sind, sag ich jetzt einfach mal. Ich meine, er dürfte jetzt ja theoretisch wieder hoch, spawnen, aber... Nee, Enyard ist ja schon gestorben. Ach, Enyard, ach stimmt, ja. Das bedeutet, er ist jetzt ausgeschieden und das so lange, bis Anyart ein Team tötet, damit sie wieder einen Punkt haben. Also bis er einfach zwei Leute tötet. Ja, das ist... Also, boah, das ist krass. Ripperino, Mr. Morgame. Ich war für dich, Mr. Mor. So, scheiß auf unser Team, Mr. Mor gewinnt das Ding. Wir werden das eh nicht gewinnen, Mr. Morgame macht das. Richtig zuversichtlich, hier ist überall Kohle, oder? Schon mal. Da vorne ist ein Team, geh weg, da. Nee, da vorne ist Winnicraft. Alter. Sneaken und komm hier hoch, hinter dem Baum. Alter. Siehst du die? Ganz schnell weg jetzt. Ich möchte mich echt nicht gegen die zwei anlegen. Oh Gott, Alter, ich sehe die. Haben die dich gesehen? Oh, nicht. Ich weiß nicht, komm, renn einfach. Alter. Willst du jetzt wirklich hier hochgehen, wo die dich sehen können? Nee, hier können sie uns nicht sehen. Hier nach hinten einfach. Hier einfach oh, wegrennen. Da ist eine fette... Guck dir mal diese Schlucht hier an. Was ist das unten? Was ist das da? Ja, wollen wir da runter? Warte, ich habe Angst, dass sie uns gesehen haben, ne? Fuck. Nee, Scheiße. Nee, da... Lass da nicht runtergehen. Okay, komm, lass weiter rennen. Oh mein Gott. Boah, Leute. Oder hier? Nee. Hier unten. Komm, wir gehen da runter. Okay. Was ist das? Was ist das hier? Ist da jemand? Sieht creepy aus. Da ist ein Drache. Was ist... Ja, den habe ich auch gesehen. Komm, lass erstmal hier runtersteigen. Okay. Alter. Oder vielleicht wäre es schlau, wenn wir unter Wasser uns runtergraben? Ich weiß nicht, aber wenn wir zum Beispiel jetzt unter Wasser wären... Also, ich hier reingehen wir nicht, weil wenn wenig Kraft in der Nähe ist und die das halt sehen, dann werden die wahrscheinlich das so durchsuchen. Oder oben ist ein Indianer-Tipi, da komme ich her. Ja, deine Heimat, wir haben sie gefunden. Ja. Projektende, wuhu. Stoppase. So, okay. Das ist jetzt echt doof. Vielleicht sollen wir da in den Wald gehen und von dort aus, siehst du den Birkenwald da hinten? Da hätten wir genug Holz. Vielleicht spawnen da auch. Das Problem ist einfach, weil da haben wir sehr schlechte Übersicht. Ne? Hier haben wir jetzt halt einfach, sehen wir alles, mehr oder weniger. Da ist ein Pferd. Darf man eigentlich Pferde reiten? Oh, da ist schon die World Border. Nee, die wird ja dann irgendwie immer verkleinert, ne? Ja. Okay, ja, die sehe ich. Okay, gut, wir müssen. Alter. Aber in diese Richtung ist auch Winnicraft. Aber hier ist eine Höhle, oder? Warte, hier ist Eisen. Komm, hier ist Eisen. Okay, perfekt. Erstmal hier so ein bisschen Eisenschwerter machen, wäre natürlich perfekt. Ich habe 3 Eisen. Ein Eisen. Hier habe ich auch noch eins. Okay, 1, 2 Eisen. Ja, okay, hier sind ein bisschen Eisen. Warte, ich setze mal eine Crafting Bank. Findest du die Höhle hier schlecht oder wollen wir hier ein bisschen verweilen? Für die erste Folge. Wir können Folge hier sonst zumindest. Schon für die erste Folge erstmal bleiben, aber das Problem ist, wir sind sehr nah an der World Border, ne?
Holy aber die, ich glaube, die verändert sich erst nach der ersten Woche, oder? Oder jeden Tag? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn viele Spieler sterben. Ich mache mir jetzt mal ein Eisenschwert, ne? Okay, dann okay. 8 Eisen. Da. Kannst du mir auch eins mitmachen? Ja, ja, ja. Dankeschön, das finde ich sehr, sehr nett von dir. Ich bin so ein Teamspieler. Du bist so ein netter Kerl. So ein netter Kerl. Weißt du, jetzt sind nur 7 Eisen übrig. Ich mache mir jetzt mal ein Eisen los. Ups, hat leider für dein Schwert nicht mehr gereicht. Ich habe das Eisen verloren. Das tut mir jetzt echt ziemlich leid für das Team Anymore, weil die ist waren ja schade, letztes ne? Mal, glaube ich, richtig gut. Hast du mir ein Eisenschwert gemacht, oder? Ja, ich habe eins, aber... Warte, ich mache mir eben schnell eins, so. Alter, pst. Was? Ich habe gerade gehört, wie jemand Gras abgebaut hat oder so. Hä, ich glaube, das war ein Schaf. Pass auf, hallo, aufpassen. Geht doch nicht einfach so weg. Wollen wir schauen gehen? Nein, ich habe Angst. Oh Gott. Gott. Ey, mein Herz klopft, das glaubst du gar nicht. Moment, ich gehe als erstes. Ich renne mal kurz raus. Alter. Okay. Nee, das war nur das, dieses dumme... Boah, du wirst jetzt sterben. Du. Alter. Hier, ich dafür, dass du nie wieder Gras abbauen kannst, ey. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ich mache für die Folge erstmal einen Alter-Counter. Alter. Das ist brutal. Okay, jetzt verliere ich, Junge. Du auch? Nee, der reckt sich wieder hoch. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es so für die erste Folge gewollt. Ich weiß keine nicht. Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier erstmal, aber wir dürfen nicht so auffällig abbauen, ne? Also. Du hast jetzt ein Eisenschwert. Ich habe noch 5 Eisen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir möglichst schnell 3 Eisen erfahren und dann nochmal 8. Ja. Also 11 Eisen erfahren für je 2 Chestplates. Das wäre natürlich perfekt. Für ein Skelett. Du wirst Alter, in fünf Minuten. Was? Schon, so was? Wir nehmen schon 11 Minuten auf. Holy shit. Hui. Das fällt gar nicht so auf, ne? Ohne Scheiß. Das ist einfach. Das fällt echt nicht auf. Wir müssen einfach in Zukunft schauen, dass wir vielleicht nicht gerade mit wenig Kraft zusammen auf dem Server sind. Ich hoffe, die schauen unsere Folge nicht. Ohne Scheiß. Ja, ich hoffe es auch. Aber ich glaube, dass wir so Opfer sind, wo die Folgen einfach geguckt werden, weil die wissen wollen, wo wir dann sterben können. Es kann gut sein, weil wenn sie uns gesehen haben, dann werden sie die Folge schauen. Dann erstmal Grüße, hallo. Hallo. Ifner. Hallo. Okay, nice, das ist richtig viel Eisen. Ich mache jetzt einfach mal was. Alter! Was denn? Ich glaube, wir können uns gleich 2 Chestplates machen. Was? Okay, nice. Ich habe gerade richtig viel Eisen gefunden. Ich möchte nicht gleich entdeckt werden, deswegen baue ich uns den Gang hier zu, damit die nicht gleich wissen. Hast du den Ofen reingeholt? Ich habe 8 Eisen. Ich warte hier sogar schon. Eine Chestplate. Nee, warte, ich packe hier die Workbench und geh mal kurz weg da. So. Perfekt. Die Workbench. Und dann... Oh. Ja, das war auf jeden Fall sehr schlau, klar. Skillig. Also, Alter. Ohne Scheiß, es ist zu schwer zu craften, weil ich bin wirklich sehr aufgeregt, muss man schon sagen. Ich das auch. Ist jetzt auch das erste Projekt in die Richtung, wo ich halt mitmache. Ich auch. Es ist mein erstes Mal. Ich auch. Erstmal den Titel schreiben und Klicks generieren. Ich auch. Ich auch. Ich habe hier aufgehangen, sorry. Okay, ich glaube, das fällt jetzt nicht mehr so auf hier, oder? Ein bisschen Stein mache ich noch. Hast du noch Kohle? Ja, hier, bitte schön. Gut. Und ich habe noch einiges an Essen, das heißt, sollten wir heute wirklich gar kein Essen verbrauchen müssen, wäre es extremst gut, weil dann haben wir eben für die nächsten Folgen noch ein bisschen was zu essen. Mhm. Also ich habe auch noch 10 Knochen, das heißt, wir könnten im schlimmsten Fall sogar noch ein bisschen Weizen züchten. Ja. Okay, ich brauche noch ein Eisen. Willst du die erste Eisenchest oder ich? Mach du dir die. Ich meine, du hast den... Ich möchte, dass du gut ausgerüstet bist und dann verzichte ich lieber darauf. So. Okay. Aber wieso habe ich ein Buch? Das heißt die Käselegende, Leute, das Buch lesen wir dann in der nächsten Folge. Das ist irgendwie so eine Legende, die 9 Seiten lang geht. Diese noch viel weiteres in der nächsten Folge. In der nächsten Folge von Minecraft Titan. Hä, das ist doch Desperado, hab ich gedacht. Hä? Was? Ich bin doch ein Indianer. Was? Ich dachte, das wäre Wacho, hä? Was? Nein, okay, Leute. Ihr dürft das natürlich alles nicht so ernst nehmen. Wir nehmen das hier sehr ernst, auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt nicht gerade so den Anschein macht, aber wir nehmen es sehr ernst. Ja, du, ein bisschen Spaß muss sein. Da ist die Welt voll Sonnenschein. Ja. So, ich bin gespannt. Irgendwo ist Lava. Okay. Ich höre Lava. Ich habe total Schiss. Ne? Aber ich bin so ein Lava-Buddler. Ich sag mal so, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen sicherer, weil... Ja. Scheiße, meine Picke ist kaputt. Komm mal kurz nach hinten und bau das Eisen ab. Ja. Da ist nämlich genug für eine Chestplate für dich, wenn ich das richtig berechnet habe. Das finde ich echt toll. Weil dann hätten wir beide schon mal eine Eisen-Chestplate. Also wie viel Eisen hast du im Inventar? 5.
Ja gut, dann reicht's, weil da hinten sind, glaube ich, noch zwei Eisen. Eins habe ich jetzt gerade reingelegt. Nein, das waren vier Eisen. Oh, ich habe dich angelogen, sorry. Ich steige jetzt aus. Ausstieg aus dem Projekt. Keine Lust mehr auf Teampartner. Dieser Hurensohn, er lügt mich an. Er hat mich angelogen. Das finde ich so gemein und fies. Okay. Gemein und fies. Das Gute ist jetzt, wenn die in die Höhle reinkommen, denken die sich so, so eine Mini-Höhle. Erstens, ich glaube nicht, dass sie sich genau da reingraben, und außerdem Koordinaten haben wir nicht gezeigt. Und hier übrigens, erstmal Koordinaten zeigen, ja hier, ne? Guck mal, wie viel FPS hast du denn? Ich habe absichtlich vor Start noch gefragt, ja, ob man die verstecken darf. Darf man. Ja, das ist aber cool. Ich bin ja so ein Pro in solchen Projekten, weil ich einfach so viel Varo geschaut habe immer. So, warte, weißt du, wann wir gekickt werden? Bei irgendwie 11 Minuten hieß es doch nur 5 Minuten und wir sind jetzt bei 15 Minuten. In einer Minute. Okay. Ja, wenn du fragst, ne? Ja, dann ne. Perfekt, Alter. So. Okay. Dann würde ich sagen, Alter, wir machen uns jetzt hier irgendwie noch. Aber den Ofen und Co. bauen wir ab, ne? Also ich glaube. Ich würde sagen, das lassen wir. Nee, das lassen also wir nicht da. Wir hatten jetzt in der ersten Folge zwar noch keine Action, aber so ein paar Screamer. So, like so, Minecraft. Ja. Und ja, man muss sagen, Vini ist, glaube ich, so ein bisschen der gefürchteste Mann hier in dem Projekt. Natürlich neben mir. Na, und neben mir natürlich. Ich mit meinem tollen Ding. Was? Okay, wir werden bald gekickt. Ich hatte gerade echt ein bisschen Herzrasen, okay. Lord, ja gut, also ich mach die Fackel hier mal weg, dann, ja, das fällt nicht auf, dass wir hier waren, weil ich habe so viel platziert und ich würde sagen, ab hier können wir dann wieder Fackeln machen, aber ja. Lass uns hier gleich nebeneinander stehen. Oder hier. Ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Keine Lust mehr. Okay, und so. Du wurdest gekickt. Hacking, nein. Oh, so gemein, ey. Die kicken uns da einfach so raus. Unglaublich, oh, boah, Alter. Unglaublich, ey. Nee, holy geht shit. Mal gar nicht. So, Leute. Ja, gut, Leute. Das war's jetzt eigentlich von der ersten Folge Titan. Ja, wenn euch das Projekt gefällt, dann schaut auf jeden Fall auch mal beim lieben Killer vorbei und lasst ihm auch einen Daumen nach oben da. Und natürlich auch mir, wenn es euch gefallen hat. Nee, und hier. Ja, mich müsst ihr, wenn dann schon das sagen. Genau, so Leute. Ich weiß noch nicht, ob ich die Folge jetzt mit Facecam mache oder nicht, weil hier ist extrem heiß und ich schwitze wie ein Schwein. Aber vielleicht kann ich das irgendwie so bearbeiten, dass ich so aussehe, als hätte ich eine popoweiche und nicht schwitzende Haut. Und ja, gut, dann würde ich sagen, hast du das letzte Wort. Ja, ich kann auch nur sagen, Leute, das ist Titan, meine Freunde. Es wird auf jeden Fall ein geiles Projekt. Ich freue mich da richtig drauf. Schaut auch natürlich bei dem lieben Bimsager vorbei und lasst auch ihm einen Daumen nach oben da. Ja, keine Dislike, einen nach hoch. Und ja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf Action. Ziel ist es, Venicroft zu töten, ja. Der Teamkumpel ist egal, nur Venicroft sehen. Ja. Alle anderen sind egal, ne? Ja, alle anderen sind egal, der Einzige, der zählt, ist Venicroft. Nein, ich würde dann aber sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein, bis dann. Und tschüss. Tschüss.